Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Zeit mitgebracht, weil das, was ich jetzt für euch habe, wird etwas länger dauern. Und zwar habe ich das große Glück gehabt bei meiner, ja, Recherche im Internet. Also ich bin ja immer auf der Suche nach interessanten Gefechtsberichten, Tagebuchaufzeichnungen und so weiter und so fort. Bin ich dann irgendwann über die Seite der 260. Infanteriedivision, also der Hörnle-Division, gestolpert. Und die Betreiber dort, die haben das, sage ich mal, die Geschichte der Division zusammengetragen mit vielen Facetten. Die Website ist wirklich super. Die müsstet ihr eigentlich auch unten in der Videobeschreibung, also in der YouTube-Videobeschreibung sehen. Da ist der Link zu dieser Seite, da könnt ihr selber mal raufgucken. Die haben da wirklich tolle Sachen zusammengetragen. Also toll ist ja immer relativ, aber interessante Sachen will ich sagen. Aber aus der Sicht eines Hobbyhistorikers toll beschrieben. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen und habe die Jungs dort gefragt, ich Mensch, ich würde das gerne mal vortragen, wie sieht's aus? Gar kein Problem, kann ich gerne machen. Habe ich dann auch angefangen, habe mir schon mal den ersten Bericht rausgesucht von dem Fahnenjunker Volz. Und dieser Fahnenjunker Volz war auch 41, also spät 41, im Ostfeldzug dabei, und zwar vor den Toren von Moskau. So, und er war in einem Luftwaffen-Flakkampftrupp. Und diese Flakkampftrupps waren dafür bekannt, dass sie ja nicht nur feindliche Flugzeuge bekämpft haben mit einer 2 cm, aber die hatten ja auch 8,8er Kanonen dabei, also die 8,8 Flak, die sie dann im Erdkampf gegen Panzer eingesetzt haben. Und wir wissen ja, 8,8 und Panzer, das war ja für die Russen damals oder die Rote Armee, ich sag mal, ein schwieriger Bereich, gegen diese Kanonen anzurennen, auch das schon 41. Und er beschreibt quasi seinen Vormarsch in diese Stellung, in die sie da rein müssen. Ich sag mal so Kremenki als einen der Ortsnamen, das erkläre ich nachher noch später. Und dann eben die Probleme, die man dort an der Front hatte mit den feindlichen Artillerie oder mit dem feindlichen Artilleriebeschuss, Scharfschützen, Panzerangriffen, Witterung, Läuse, ja, alleine das zusammen, also wie man da auch leben muss. Da hat er sehr gut geschrieben, beschrieben, finde ich, und das trage ich jetzt vor. Was natürlich ein Problem ist, ist immer Fotos aus der Zeit. Vor allem, wenn es ein sehr langes Video ist, und da muss ich immer ein bisschen um euer Verständnis bitten, weil wir haben das auch bei den anderen Videos schon das Problem, dass wir immer wenig Fotomaterial zum Hinterlegen haben. Es soll ja auch optisch ein bisschen ansprechend sein, also nicht nur akustisch, sondern auch optisch. Und so müssen wir uns das so ein bisschen hinziehen, also mit Originalbildern aus diesem Bericht und normalen Bildern von der Front, das eben ein bisschen in die Länge gezogen. Es geht einfach nicht besser. Man kann kein optisches Feuerwerk da zünden mit alle 30 Sekunden ein Bild, wo irgendwas passiert oder animierte Szenen oder was auch immer man da reinbringt. Also da muss man schon so ein bisschen Piano rangehen, weil das soll ja auch so ein bisschen. Ich sag mal, man soll in die Zeit versetzt werden, aber es soll ja auch kein Filmbeitrag werden. So, da bitte ich nur mal um Verständnis. Und das Zweite, was ich immer gerne erzähle oder auch frage, wenn ihr Seiten kennt, wo solche Berichte noch existieren oder ihr wisst noch gute oder habt selber gute Berichte zu Hause oder Einsatzberichte, Tagebuchberichte, meldet euch gerne. Die E-Mail-Adresse steht ja mal am Schluss der Videos. Da könnt ihr euch melden und wir können das dann hier aufarbeiten und vortragen. So, das war natürlich wieder ein langes Intro, wird auch ein langes Video. Vielleicht guckt ihr euch das auch in zwei Teilen an. Auf jeden Fall begeben wir uns jetzt an die Ostfront im Spätherbst mit dem Fahnenjunker Volz und seiner Truppe, was er dort vor den Toren von Moskau erlebt hat. Los geht's. »19.10.1941. Es regnet noch immer. Wir sitzen im Zelt bei Juchno, langweilen uns bei oberflächlichen Gesprächen und flachsen uns gegenseitig an. Ich schreibe Briefe. Und dann beginnen wieder einige Kameraden zu backen, braten und kochen. Das ist die Lieblingsbeschäftigung, solange es noch Kartoffeln für Kartoffelpuffer oder Hühner oder Gänse im Tausch gegen Feuersteine, Tabak und Zigaretten gibt.« Bis auf diese Tauschgeschäfte sind die Kontakte zur Bevölkerung denkbar gering. Es wird früh dunkel. Bereits um 17 Uhr beginnt für uns die Nacht. 20.10.1941. Es gießt in Strömen.
Das Land versinkt im Schlamm. Wir können nur die notwendigsten Wartungsarbeiten erledigen. Ansonsten liegen wir im Zelt und pennen. 21.10.1941. Es regnet weiter. In kurzen Regenpausen erscheinen einzelne russische Flugzeuge und erinnern uns daran, dass Krieg ist. Hoffentlich machen wir bald Stellungswechsel. Ich erhalte Löhnung, 27 Mark Sold und 21 Mark Urlaubsgeld. Jetzt habe ich 161 Mark bei mir, kann aber nichts damit anfangen. Karte an die Eltern. Mir geht es trotz des Mistwetters ganz ausgezeichnet. Nur wird die Sache langsam langweilig. Durch das Wetter ist auch jede Flugtätigkeit erloschen. Na, hoffentlich hauen wir hier bald wieder ab und es geht weiter nach vorne. Da ist eh mehr los. 22.10. Weiterhin Mistwetter. In der Batterie werden die tollsten Parolen verbreitet. Ein Kamerad schreibt sie alle in einem Heft auf. 23.10. Es hat aufgeklärt. Prompt erscheint eine SB-2, die zwar bekämpft wird, aber ohne sichtbaren Erfolg. Gegen Abend erhalten wir endlich mal wieder Post. Auch für mich ist eine Karte dabei. Morgen geht wieder ein Arbeitsgeschütz nach vorn. Ich bin auch bei der Mannschaft. 24.10. Früh um 4 Uhr ist Wecken, es geht wieder nach vorn. In Kaluga erhalten wir noch zwei Zugmaschinen. Bei der Durchfahrt durch die Stadt sehen wir vier erhängte Partisanen. Kein schöner Anblick. Es geht weiter in Richtung Moskau. Der Russe ist zwar sehr rege in der Luft, aber er greift uns nicht an. In Fersikowo übernachten wir. 25.10. Heute ist der Teufel los. Wir sind früh aufgebrochen. Auf dem Marsch nach Tarussa an der Oka, fast schon südlich von Moskau, greifen uns russische Tiefflieger in einem Waldstück an. Eine Maschine stürzt gerade auf unser Geschütz zu, schießt nicht und dreht erneut zum Anflug ein. Inzwischen sind wir alle vom Zugfahrzeug herabgestürzt. Obergefreiter Frost hat sich ein MG geschnappt. Knallt es auf einen Stumpf eines abgebrochenen Baumes, ich werfe mich darunter und halte die Fußstützen des MGs fest und schon rotzt der Obergefreite dem auf uns zustürmenden Angreifer einen Gurt im Dauerfeuer entgegen. Entweder hat der Russe Ladehemmung oder er ist von unserem Feuerzauber so beeindruckt, dass er nicht zum Schuss kommt, dicht über unsere Köpfe hinweg rast und hinter dem Wald verschwindet. Der Pilot fliegt so dicht über uns hinweg, dass wir in die Maschine sehen können. Schließlich erreichen wir Tarussa, das urplötzlich tief unter uns am Ufer der Oka auftaucht. Über der Stadt wimmelt es von russischen Maschinen, aber weder leichte Flak noch eigene Jagdflugzeuge sind zu sehen. Das ist zwar zum Kotzen, aber überall können die ja wohl nicht gleichzeitig sein. Wir fahren unsere Kanone mit unserem Zugfahrzeug in gute Sichtdeckung und ziehen dann in einer Hütte unter, in welcher auch noch eine Russenfamilie wohnt. Die Familie hält sich meist auf dem großen ummauerten Ofen auf, wo auch die ganze Sippe dicht an dicht schläft. Wir machen es uns auf dem Fußboden bequem. 26.10. Da unser Sprit verbraucht ist, kommen wir nicht weiter und haben unsere 8-8 und das Zugfahrzeug gut getarnt. Zwar sollte der Maffei mit Sprit schon heute früh eintreffen, aber erst gegen Abend kommt das Versorgungsfahrzeug mit Sprit und Verpflegung an. Zwischenzeitlich kaufen wir der russischen Familie im Tausch gegen andere Dinge drei Hühner ab, die gekocht und dann mit Heißhunger verspeist werden. Unter Anleitung der Familie kochen wir dann Tee im Samowar und verbessern ihn mit einem kräftigen Schluck Wodka. Dann bitte ich die Matka, für mich Wasser heiß zu machen. Die Iwans staunen und kichern, als ich mich hinter einer Zeltplane einer Ganzkörperwaschung unterziehe. Die aus Bukarest mitgebrachte Seife verbreitet einen wohlriechenden Duft, wie er in der Russenkarte wohl noch nie vorher zu riechen war. Das warme Wasser tut meinen Wanzen und Flöhen zerstochenem Körper gut. Draußen herrscht ein Hundewetter, aber ich stehe abends noch eine Stunde Wache. 27.10. Früh um 6 Uhr ist Wecken. Wir tanken auf und machen uns marschbereit. Kaum ist die Marschbereitschaft hergestellt, erfolgt ein Tieffliegerangriff, der aber bei uns keinen Schaden anrichtet. Mit erhöhter Vorsicht geht es nach Pekinskaja.
Dort erwartet uns Oberleutnant Gersteuer, unser Chef. Wir sollen weiter nach Uglitschi, werden aber vom Kommandeur der 52. Infanteriedivision zu einem anderen Einsatzort befohlen. Wir sollen von dort aus den weiteren Angriff in direkten Beschuss unterstützen. Auf dem Weg dorthin bleibt unsere Kanone in einer sumpfigen Wiese stecken und sackt bis zu den Holmen ein. Beim Versuch, sie wieder flott zu machen, reißt ein Scherbolzen an der Kette der Zugmaschine. Wir sitzen endgültig fest. Unser Gerätewart will versuchen, in einer Schmiede des nächsten Dorfes einen improvisierten Ersatzbolzen herzustellen. Bis auf einen Doppelposten, der an der Kanone zurückbleibt, zieht die Besatzung im nächsten Dorf unter. 28.10. Ich stehe seit 1 Uhr mit meinem Kameraden im Regen bei unserer 8-8 Flak als Wache und das in der sumpfigen Schlucht von dichtem Wald umgeben. Plötzlich hören wir Pferdegetrappel. Wir gehen in Stellung und entsichern unsere Handwaffen und das MG. Dann tauchen auf dem verschlammten Weg schemenhaft Reiter auf, die auf die Parolenforderung zum Glück mit dem richtigen Kennwort antworten. Es sind Soldaten einer hessischen Infanterieeinheit, von denen sich einer als Oberhesse aus der Gegend von Alsfeld zu erkennen gibt. Im Dunkel der Nacht bei einer Zigarettenpause erzählt er, dass er am gestrigen Tag bei einem Angriff, den wir natürlich hätten unterstützen sollen, ihren Kompaniechef verloren hätten. Er sei etwa 2 Kilometer von hier an den Folgen eines schweren Bauchschusses vorne bei seiner Kompanie gestorben. Mich trifft es dann wie ein Schlag, als er weitererzählt, dass sein Chef, Leutnant Kimmel, auch Oberhesse und auch aus Alsfeld gewesen sei. Ich bin erschüttert, denn dieser Kompaniechef war an der Alsfelder Oberschule mein Sportlehrer gewesen. Ich glaube, dass sich in meinem vom Regen nassen Gesicht auch ein paar bittere Tränen gemischt haben. Leutnant Kimmel ist am 27.10.41 bei Uglitschi 10 bis 12 Kilometer nordostwärts von Tarussa an der Oka gefallen. 5 Stunden lang habe ich bei unaufhörlichem Nieselregen Gelegenheit, traurigen Gedanken und Erinnerungen an eine schöne Schulzeit nachzuhängen. Dann fährt mir ein Schreck in die Glieder und holt mich in die Gegenwart zurück, als ich erfahre, dass die Wache nach uns 4 Russen aus einem Heustapel in nächster Nähe unserer Kanone herausgeholt und gefangen genommen hat. Wie leicht hätten die 4 und 2 Wachsoldaten in der Dunkelheit der Nacht abmurksen können. Wir kriegen trotz reparierten Scherbolzen die im Schlamm abgesoffene 8-8 nicht wieder frei. Erst gegen Mittag holt sie ein Sturmgeschütz dann aus dem Schlammloch. Wir ziehen in Pekinskaya unter, da der geplante Angriff abgeblasen worden ist. Unsere 2 cm Batterie hat bei Tarussa eine Tupolev SB-2 abgeschossen. 29.10. Wir haben uns in einem verlassenen Haus am Ortsrand von Pekinskaya eingerichtet. Unser Chef ist auf Erkundung geritten. Die eigene und die russische Artillerie veranstalten einen wilden Feuerzauber, der sich aber wieder frontwärts abspielt. Die Bahnstrecke Tula-Serpuchow-Moskau wird von unserer Luftwaffe bombardiert. Die Bahnlinie ist gestern 15 Kilometer hinter den russischen Linien von 10 deutschen Soldaten gesprengt worden. Alle kamen unversehrt zurück. Die Luftaufklärung hat ergeben, dass ein Zug direkt in die Sprengstelle gefahren ist. 30.10. Das Wetter ist immer noch miserabel. Es regnet fast den ganzen Tag. Die Kameraden schlachten einen Hammel. Abends gibt es Gulasch mit Klößen. Mir scheint das Ganze reichlich fett, zumal ich das Essen wegen meiner Wachzeit nur noch lauwarm essen kann. Mir wird reichlich übel. Vorne an der Front scheint der Russe anzugreifen. Stundenlanges Infanterie- und Artilleriefeuer zeugt von harten Kämpfen. 31.10. Ich bin krank, ein geschlagener Mann. Das Fett mit dem Hammelgeschmack würgt mich und ich habe Dünnschiss, furchtbar. Aber eine eintägige Hungerkur wirkt Wunder. Wir bekämpfen einige Ilyushin IL-2, die mit Affenfahrt in Richtung Front wegtauchen. 1. November 1941. Es geht mir wieder besser. Der Chef hat mich erneut mit ein paar Schlucken hochprozentigen Wodka kuriert.
Bei dem gestrigen Angriff der Russen haben drei Regimenter in drei Wellen versucht, durchzubrechen. Der Angriff wurde unter großen Verlusten zurückgeschlagen. Wir haben nach Andrejewskoje verlegt. Der Chef ist mit einem Zugfahrzeug zurückgefahren und holt die Batterie nach. 2.11. Dicht vor uns verläuft die Front entlang der Oka. Die Russen haben sich hinter die Protwa und die Ugra zurückgezogen. Dort ist die Artillerie massiert, die einen Feuerschlag nach dem anderen zu uns herüberjagt. Besonders unangenehm sind die Stalinorgeln und die vielen Tiefflieger. Wir halten Quartier für die Batterie bereit und fristen so recht und schlecht unser Leben. Das Essen ist knapp und dürftig, der Schlamm dafür knietief. Aber kann uns das erschüttern? Unsere 2-Zentimeter-Züge bei Pinskaya haben wieder eine Maschine abgeschossen. Bei Tarussa hat ein anderer Zug bis jetzt 3 Abschüsse erzielt. Wir hausen zurzeit in einer total verlausten, verwanzten Bude, aber die ist wenigstens warm und trocken. 3.11. Die Batterie ist eingetroffen und in Stellung gegangen. Sie hat sich durch knietiefen Schlamm bis hierher durchgewühlt. Ich fahre mit einer Zugmaschine los und hole Geschütz Dora aus Pekinskaya ab. Wir schießen noch vor Dunkelheit auf ein paar russische Maschinen, aber die drehen rasch außerhalb unserer Reichweite ab. 4.11. Heute ist einiges los in der Luft. Wir bekämpfen mehrmals Petjakov PE-2 und haben offensichtlich Erfolg. 2 Maschinen sollen abgeschossen worden sein. Wir warten nun auf die Bestätigung durch Zeugen und die exakte Feststellung der Absturzstelle. Der 2-Zentimeter-Zug in Tarussa hat jetzt bereits 6 Abschüsse erzielt. Ein Abschuss gelang nur mit 2 Schuss einer Kanone. Dann hatte sie Ladehemmung. 5.11. In den letzten Tagen ist es merklich kälter geworden. Der Boden ist über Nacht gefroren. Die Temperatur sinkt rapide ab. Ich habe endlich mal wieder Post bekommen. Wir bekämpfen wieder einige Maschinen, müssen dann aber das Feuer einstellen, weil unsere Luftwaffe plötzlich sehr aktiv ist. Ein beruhigendes Gefühl, dass wir noch Flugzeuge zu haben scheinen. Die Batterie bereitet sich auf einen Einsatz im direkten Schießen auf Erdziele und der Feuerleitung von einer B-Stelle aus vor. Wir stellen uns gut darauf ein, Sperrfeuer schießen zu können. Die Zusammenarbeit zwischen B-Stelle und KDO-Gerät klappt gut. 6.11. Unsere B-Stelle vorne bei der Infanterie ist nun ständig besetzt. Wir schießen uns auf unsere Sperrfeuerräume ein. Durch die große Kälte sind die Räder unserer Fahrgestelle eingefroren. Wir müssen, um beweglich zu bleiben, jedes Rad einzeln auftauen. Schwierig bei der inzwischen herrschenden Kälte. 7.11. Fahrgestell wieder fahrbereit. Vereinzelt Fliegeralarm, der meist von einem volksdeutschen Luftraumspäher aus Rumänien ausgelöst wird. Der Junge muss Augen haben wie eine Adler, denn lange bevor wir das Flugzeug sehen, nennt er schon den Typ. Unsere Munition wird knapp, wir haben nur noch 55 Schuss. 8.11. Die Kälte hat etwas nachgelassen, da wir schneit es. Die Straßenverhältnisse verschlechtern sich erneut. Wir hocken im Zelt und warten auf Frost. 9.11. Über Nacht hat es wieder leicht gefroren. Die Wege sind wieder besser geworden. Der Russe setzt in unserem Frontabschnitt neuerdings häufig ein Schnellfeuergeschütz ein, das sich wie die reinste Höllenmaschine anhört. Es deckt mit seiner Ladung eine größere Fläche ab. Man sagt, der Werfer könne 26 bis 42 Schuss in dichter Folge abfeuern. Das gibt ein Höllengetöse und schreckliches Heulen, bis die Ladung im Gelände detoniert. Wir haben den Werfer Wilden Max getauft. Die Infanteristen aber nennen ihn Stalinorgel, was sicher eine treffendere Bezeichnung ist. Angeblich kann der Werfer Spreng-, Brand- und Gasgranaten verschießen. Gegen Mittag kommt der Unteroffizier vom Dienst und bringt mir den Befehl des Chefs, ich solle mich für einen Flak-Kampftrupp einsatzfertig machen. Ich bin natürlich begeistert, denn der Betrieb in der Stellung wird langsam langweilig. Gegen Abend kommt für uns ein neuer Maffei und wir bereiten unsere 8-8 für den Erdkampf vor. 10.11. Wecken 6 Uhr, Herstellen der Marschbereitschaft. Abfahrt 7 Uhr. Es geht Richtung Nordost, also allgemeine Richtung Moskau. Auf der Rollbahn bleiben wir im grundlosen Schlamm stecken. Erst durch den Einsatz einer weiteren Zugmaschine kommen wir frei und fahren bis nach Ostrow.
Dann muss ich noch bei stockdunkler Nacht dafür sorgen, dass zwei unserer stecken gebliebenen Kraftfahrzeuge aus dem Schlamm gezogen werden. Eine Schweinearbeit. 11.11.41. Am frühen Morgen fahren wir vor, an Trotzkoje vorbei, überqueren die Protwa und rollen durch Kremenki hindurch. Am Ortsrand gehen wir etwa 300 Meter hinter den vordersten Linien mit unserer 8-8 in Stellung, tarnen unser Geschütz und beginnen sofort, einen behelfsmäßigen Bunker in die Erde zu buddeln. Vorne ist zunächst alles ziemlich ruhig, aber gegen Abend beschießt der Russe das Gelände um uns herum mit Artillerie und Granatwerfern. Die Granaten prasseln nur so in den Stellungsraum, aber unsere behelfsmäßige Deckung schützt uns vor Splittern und Schäden. 12.11. Wir bauen seit dem ersten Dämmerlicht an unserem Bunker weiter. Er wird mit einer doppelten Lage dicken Kiefernstämmen abgedeckt und mit einer hohen Erdaufschüttung splittersicher gemacht. Fred Kern meint, dass auch Granatwerfergranaten nicht durchschlagen würden. Bei dieser Arbeit überrascht uns völlig unerwartet ein wilder Feuerüberfall russischer Granatwerfer. Unteroffizier Alfred Kern, Paul Wagner und ich geraten ausgerechnet in dem Augenblick mitten in die um uns krachenden Einschläge, als wir auf freiem Feld aus einem Strohhaufen Stroh für unseren Bunker holen wollen. Mir bleibt fast das Herz stehen und ich bin im Augenblick wie erstarrt und vor Schreck zu keiner Handlung fähig. Es ist doch das erste Mal, dass ich so ohne Deckung mitten im Feuer liege. Paul wird durch Splitter am Arm verwundet und schreit auf. Fred Kern ist in volle Deckung gegangen und ich springe schließlich mit Riesensätzen durch die Einschläge auf unseren Bunker zu und komme wie durch ein Wunder ohne jeden Kratzer dort an, mache aber sofort wieder kehrt, um den verwundeten Kameraden beizustehen. Der ist aber auch schon so dicht vor unserem Bunker und auch Fred taucht unverwundet wieder auf. Außer Paul Wagner ist ein weiterer Kamerad durch Splitter am Kopf und Arm verletzt worden, als er an einem nahen Bächlein Wasser holt. Beide werden zum Verbandsplatz gebracht. 13.11. Früh um 5 Uhr muss ich mit Oberleutnant Gerststeuer zwei 2 cm Geschützbedienungen nach vorne zur Infanterie begleiten. Wir bringen die Geschütze im Mannschaftszug und teilweise in Traglasten zerlegt, um den Gegner nicht auf Unternehmen aufmerksam zu machen. Von dort aus sollen wir einen Angriff unserer Infanteristen mit unserem Feuer auf Erdbunker, MG-Nester und Stellung unterstützen. Unsere Artillerie leitet gegen 9 Uhr den Angriff mit einem massiven Feuerschlag ein. Die Einschläge liegen gefährlich dicht vor uns im Bunkerbereich der Russen. Wir öffnen das Feuer auf erkannte Erdbunker und ich erlebe meinen ersten Infanterieangriff aus nächster Nähe. Der Russe hatte hervorragend getarnte Erdbefestigungen mit Schießscharten für sein MG im Wald angelegt und verteidigt sich hartnäckig. Die Browna wird genommen, wieder verloren und erneut genommen. Erst gegen Abend gelingt ein Einbruch in die russischen Stellungen. Ich pendle während des Feuergefechtes ständig zwischen Geschütz und rückwärtiger Versorgung, um Munitionskästen mit 2 cm Granaten nach vorne zu schleppen. Dabei gerate ich wiederholt in schwere Feuerüberfälle durch russische Granatwerfer und Artillerie. Da im flachen Gelände kaum Deckung vorhanden ist, presse ich mich in die schmale Fahrspur, die ein Wagen in der weichen Erde hinterlassen hat, und versuche unsinnigerweise, meinen Kopf mit den Munitionskästen zu schützen. So etwas macht man nur in verzweifelter Angst. Ich komme aber wieder ohne eine Schramme durch den Hexenkessel. Am Abend geraten wir nochmals in heftiges Artilleriefeuer, haben aber zum Glück auch dabei keine Verluste. Vielleicht hat uns die kleine schwarze Katze an diesem 13.11. Glück gebracht, die sich am frühen Morgen, als wir auf dem Weg zum Posten sind, plötzlich aus dem Dunkel der Nacht zu mir gesellt. Sie hat mich den ganzen Tag auf meinem Weg begleitet und sich bei jedem Feuerschlag der Russen ängstlich schutzsuchend an mich geschmiegt. Ihre Anwesenheit gab mir merkwürdigerweise die Sicherheit und Zuversicht, dass mir nichts geschehen werde. Nach Abklingen des Gefechts am späten Abend ist das kleine Tier so plötzlich verschwunden, wie es am Morgen erschienen war. Ich erhalte den Auftrag, einen Gefechtsbericht zu schreiben. 14.11. Der Angriff wird weitergeführt. Der Feind hat seine Stellung geräumt,
bereitet aber offensichtlich einen Gegenangriff vor, denn die Luftaufklärung meldet Panzeransammlung. Unsere Ju-87 hauen dazwischen. Danach bleibt es tagsüber ziemlich ruhig. Wir sind wieder in unserer alten Stellung am Nordrand von Kremenki. Ich selbst bin ununterbrochen im Brückenkopf unterwegs zur Erkundung und zur Fertigung von Gefechtsberichten am Gefechtsstand in Troitskoje. Dazu muss ich ständig eine unter Dauerbeschuss liegende Holzbrücke über die Protwa, das war wahrscheinlich die Schwabenbrücke, überqueren. Ich warte immer die Einschläge ab und sprinte dann los. Beim nächsten Einschlag bin ich schon über die Brücke hinweg und in Deckung. Unsere Flakkampftruppe erbeutet 2 MG bei einem russischen Spähtrupp. Nachts greift der Russe wieder an und erobert Brovna teilweise zurück. Dann flaut der Kampflärm ab. 15.11. Der Chef geht zur Einsatzbesprechung zum Gefechtsstand des 2. Bataillons des Infanterieregimentes 460. Da werden plötzlich Panzer gemeldet. 3 Panzer kommen dicht vor die eigenen Stellung, drehen aber wieder ab, bevor wir sie im Schussfeld haben. Wir stellen wieder ein 2 cm Geschütz nach vorne ab. Dann wird wieder eine Ansammlung von 16 Panzern vor unseren Stellungen gemeldet. Noch halten sie sich zurück. Abends greift russische Infanterie erneut an und gewinnt Brovna endgültig zurück. Unsere Infanteristen, von den vorausgegangenen Kämpfen stark geschwächt, wehren nachdrängende Feinde aus ihren alten Stellungen ab. Tagsüber greifen unsere Stukas Bereitstellung der Russen an. 2 Messerschmitt 109 schießen 2 Iljuschin ab, die ein deutsches Aufklärungsflugzeug vom Typ Henschel 126 verfolgen. 16.11. Sehr früh schon werden der Chef und ich geweckt. Wir wollen eine neue 8-8 in eine erkundete Stellung einweisen. Vom Kommandeur des 2. Bataillons Infanterieregiment 460 ist höchste Alarmbereitschaft befohlen. Vor den eigenen Stellungen sind 30 Panzer erkannt. Dabei soll es sich über schwere und überschwere Typen handeln. Man spricht von 26, 32, 45 und 52 Tonnen schweren Kampfwagen, die zum Teil für uns neu sind. Auf unserem Weg geraten wir wieder in Granatwerferüberfälle, kommen aber glatt bis zu unserer Kanone. Der Maffei fährt an, rollt aus der Deckung auf eine freie, leicht ansteigende Fläche hinaus und zieht die 8-8 auf die vorbereitete Stellung zu. Da gibt es plötzlich Panzeralarm bei der Infanterie. Der Alarmruf Panzer von rechts lässt uns stoppen. Und dann sehen wir zum ersten Mal ein T-34 aus dem Waldrand hinter unserer Infanterieeinheit brechen und wild feuernd auf eine am Ortsrand von Kremenki stehende PAK-3,7 zurollen. Wir stehen in diesem Augenblick parallel zur Fahrtrichtung des Panzers, seitlich etwa 150 Meter versetzt. Reaktionsschnell ist das Kommando von Oberleutnant Gersteuer. Bekämpfung vom Fahrgestell. Zum Entstellung gehen ist keine Zeit ausgeführt. Sind die Seitenholme heruntergeklappt, ist das Rohr eingekuppelt und geschwenkt. Vom obergefreiten Schneider auf dem Kanonier 2 Sitz, der Panzer angerichtet. Die erste Panzergranate vom Kanonier 3 geladen und der Schuss abgefeuert. Aber er liegt durch die Schwankungen des Geschützes auf dem Fahrgestell zu kurz links im Dreck. Doch der zweite Schuss sitzt. Krachend dreht es den Panzer um 180 Grad und Rauch quillt aus allen Ritzen. Ein dritter Schuss vollendet das Schicksal des 32-Tonners. Er brennt. Ein in Flammen gehüllter, ausbotener Panzersoldat wird von einem Infanteristen erschossen. Doch zum Überlegen bleibt keine Zeit. Am Waldrand taucht schon ein neuer Panzer auf. 2 Schuss, 2 Treffer und der Panzer explodiert. Unsere Kanone wird sofort in der neuen Stellung feuerbereit gemacht. Dann fordert mich der Chef auf, unser erstes Opfer aus der Nähe zu betrachten. Mit gemischten Gefühlen, zumindest bei mir, nähern wir uns dem brennenden Ungetüm bis auf 10 Meter und bestaunen den uns bis dahin unbekannten T-34. Mir wird dabei doch recht unbehaglich und der Chef muss dies wohl bemerkt haben, denn er fragt mich, na, haben Sie Angst vor dem Panzer? Und ich antworte freimütig, ja, Herr Oberleutnant, denn der hat ja wohl noch seinen Sprit und seine Munition an Bord und die könnte uns um die Ohren fliegen.
Er gibt mir recht und wendet sich der 100 Meter entfernten Pak 3-7 zu, die der Panzer angegriffen hatte. Kaum sind wir dort angekommen, gibt es hinter uns eine fürchterliche Detonation und der Turm des Panzers wird durch die Luft gewirbelt. Er klatscht mit seiner 7,5 cm Kanone genau auf die Stelle, auf der wir wenige Augenblicke vorher noch gestanden hatten. Der Chef grinst mich an und meint, na Volz, da haben wir noch einmal Glück gehabt. Immerhin, der Packbedienung ist ja nichts passiert, auch wenn ihre 3,7 Geschosse wirkungslos am Panzer abgeprallt waren. Zum Glück ist auf die 8,8 Flak Verlass. Danach schickt mich der Chef mit einer Meldung zu unserem Erdbunker nördlich von Kremenki. Als ich durch Granatwerfer und Artillerieeinschläge immer wieder in Deckung gezwungen zurückkehren, liegen zwei weitere Panzer als Opfer unserer 8,8 am Waldbrand und brennen aus. Unsere Stukas greifen inzwischen immer wieder Bereitstellung der Russen an, aber trotzdem rollen gegen Abend nochmals russische Panzer gegen die Stellung unserer Infanterie. Dabei werden von 5 Angreifern 4 abgeschossen, einer davon von unserem Flakkampftrupp. Er liegt unmittelbar vor den deutschen Stellungen und brennt noch spät in der Nacht. Die Flakabteilung 704 konnte also an diesem Tag allein durch unsere Flakkampftruppe 5 Panzerabschüsse verbuchen. Außerdem haben die 1. und 3. Batterie je ein Flugzeug abgeschossen. Am Abend muss ich noch eine Zugmaschine in Kremenki abholen und zum Bataillonsgefechtsstand der 2. Kompanie Infanterieregiment 460 bringen. Ich komme ohne Artilleriebeschuss durch. Als ich spät in der Nacht wieder bei meiner Bedienung bin, finde ich eine Menge Post vor. 17.11. Wir sichern weiter gegen Panzer. Mehrfach wechseln wir unter starkem Artilleriefeuer unsere Stellung dorthin, wo die Panzerbedrohung am größten zu sein scheint. Aber kein Panzer lässt sich blicken. Dann kommt der Auftrag, einen unmittelbar vor unseren Linien an einer Waldlichtung stehenden 45-Tonnen-Panzer KW-2 zu knacken. Der hat sich dort wohl festgefahren und bekämpft mit seinen Turmwaffen jede Bewegung unserer Infanterie. Stoßtrupps mit dem Ziel, ihn mit Nahkampfmitteln zu vernichten, scheitern ebenso wie die Versuche, ihn mit einer 5 cm Pak auszuschalten. Ich halte den Auftrag für das riskante Unternehmen, einen geeigneten Anmarschweg und eine günstige Feuerstellung unmittelbar in den vordersten Infanterielinien zu erkunden. Dabei wird mir erst deutlich, welch windigen Auftrag uns da tatsächlich erwartet. Wir müssen dazu die Dämmerung ausnutzen, sonst wird unser scheunentorgroßes Geschütz schon beim Einfahren auf den erkundeten Stellplatz von dem Panzer erkannt und abgeschossen. Wir fahren später am Nachmittag los, bleiben aber kurz vor der Stellung am Waldrand mit einem Seitenholm an einem Baum hängen, den wir erst fällen müssen. Zum Glück wird unser Lärm durch eigenes Artilleriefeuer, das unser Unternehmen unterstützen soll, überdeckt. Der Russe hat offenbar noch nichts gemerkt. Durch die Zeitverzögerung wird es jetzt jedoch zu dunkel, sodass wir den Panzer nicht mehr exakt anrichten können und wir schieben nach 2 Schuss ohne Trefferwirkung das Unternehmen auf den nächsten Tag. Leise schleichen wir uns aus dem Bereich der Infanteriesicherung wieder nach hinten. 18.11. Auch heute kann das Unternehmen KW-2 nicht durchgeführt werden, da Panzeralarm gegeben wird und wir zur Abwehr bereitstehen müssen. Aber wieder greift der Russe nicht an. Dafür erhalte ich mit Obergefreiten Froni den Auftrag, bei 2 unmittelbar vor unserer Linie von uns abgeschossenen Panzern Typ und Wirkung unserer Treffer festzustellen. Auf unserem Weg nach vorne geraten wir in einen massiven Granatwerferüberfall. Die in der Nähe stehende 8,8 bekommt einen Volltreffer auf den Luftverholer. 5 Mann der Bedienung werden schwer verletzt, 2 Soldaten sterben unmittelbar danach an ihren schweren Verwundungen. Wir leisten erste Hilfe und ich muss den unter Schock stehenden Geschützführer aus seinem Bunker holen, damit er seinen Soldaten beisteht. Ich schicke Obergefreiten Froni zurück, um Hilfe zu holen und gehe zur Erfüllung meines Auftrages weiter nach vorn. Als ich auf dem Feldweg in Richtung Brovna fast unsere vorderen Linien am Waldrand erreicht habe, erkenne ich einen Infanteristen, der mir aufgeregt Zeichen gibt, volle Deckung zu nehmen. Ich werfe mich in eine flache Mulde und robbe, an den Boden gepresst, in einem Deckungsgraben in der Stellung der Infanterie. Dort fragt mich der Infanterist,
ob ich lebensmüde sei und hebt den Zipfel einer Zeltplane an. Erschrocken blicke ich auf das Gesicht eines toten deutschen Soldaten. Er hat ein kleines Loch in der Stirn mitten zwischen den Augen. Drüben warten Scharfschützen nur auf solche Leichtsinnsknaben wie dich, meint der Lanzer und fügt hinzu, du musst wohl einen besonderen Schutzengel bei dir gehabt haben. Das geht mir doch unter die Haut und mein Herz schlägt ein paar Takte schneller. Vorsichtig beobachte ich dann aus der Deckung heraus das Vorfeld und sehe die beiden Panzer, die etwa 20 Meter vor den eigenen Linien liegen. Die Einschusslöcher unserer 8-8 sind mit dem Fernglas deutlich zu sehen. Es handelt sich um zwei Panzer von je 26 Tonnen, die als Vorläufer der T-34 gelten. Beide Panzer sind ausgebrannt. Näher wage ich mich wegen der Scharfschützen an die Panzer doch nicht heran, da mein Auftrag ja erfüllt ist. Vorsichtig robbe ich wieder aus dem Graben und dem Einsichtbereich der Scharfschützen heraus und melde mich beim Chef zurück. 19.11. Wieder Panzeralarm. Ich bin den ganzen Tag als Melder, Kurier, Einweiser und mit verschiedenen Aufträgen des Chefs im Brückenkopf Kremenki unterwegs. Die Aufträge, meist im Laufschritt erledigt, lassen mir den ganzen Tag keine Zeit zum Essen. Dabei habe ich unglaubliches Glück, nicht von der Artillerie oder den Granatenwerfern erwischt zu werden. Auch die Einschläge der Ratschbomben zwingen mich zeitweilig dazu, Haken wie ein Hase zu schlagen. Mehrfach liege ich mitten zwischen den Einschlägen, dass mir fast die Luft wegbleibt und ich kann nur beten, Herrgott, hilf. Als ich gegen Nachmittag hungrig und völlig erschöpft unsere Stellung erreiche, gibt mir der Chef den Befehl, sofort zur Abteilung nach Visikunichi zu fahren und eine Meldung mit hohem Geheimhaltungsgrad abzugeben. Den Abteilungsgefechtsstand müsse ich in Visikunichi suchen. Er liegt irgendwo in diesem kleinen Nest an der Straße nach Malajoroslewetz. Ein Kübelwagen mit Fahrer steht am Ortsrand von Kremenki für mich bereit. Ich stecke mir ein Kantenbrot ein und mache mich bei anbrechender Abenddämmerung auf den Weg. Den Kübel habe ich gleich gefunden, aber dessen Motor springt nicht an. Der Fahrer flucht wie ein Holzknecht und fummelt am Motor herum, doch alle Startversuche im Ort sind vergebens. In dieser Lage setzt auch noch schweres Artilleriefeuer eines 28 cm Eisenbahngeschützes aus dem Raume Serpucho auf Kremenki ein und im Ort bricht ein kleines Chaos aus. Da sehe ich einen Krattmelder mit einer BMW mit Seitenwagen, der vor einem heranjaulenden Koffer hinter einem Haus Deckung sucht. Er will zu seiner Einheit, die an meinem Weg zur Abteilung in Stellung liegt, und lässt mich in dem Seitenwagen mitfahren. In der kurzen Pause zwischen zwei Einschlägen sausen wir los. Es ist bitterkalt und ich habe keine Winterklamotten. In der Eile habe ich nicht einmal einen Mantel angezogen. Aber meine Erregung ist so groß, dass ich ans Frieren nicht denke. Mit größter Vorsicht fahren wir durch die inzwischen hereingebrochene Dunkelheit, da wir nur mit Tarnlicht fahren können und die Straße immer wieder von Granattrichtern aufgerissen ist. Irgendwo muss der Krattmelder in eine andere Richtung, doch ein zufällig vorbeikommender Leutnant nimmt mich auf seinem Kratt mit. Plötzlich heult es, als ob tausend Teufel ein Konzert geben wollten, und infernalisch krachen die Geschosse einer Stalinorgel dicht neben unserer Straße nieder. Wir machen uns ganz klein und mit Vollgas, prescht der Leutnant, flach auf dem Tank liegend, an dem Feuerhagel vorbei. Mir wird nicht nur vor Hunger ganz flau im Magen. Mitten in einem Waldgebiet muss auch der Leutnant von der Hauptstraße in einen Nebenweg abbiegen und ich stehe alleine in der stockdunklen Nacht im Gelände. Zum Glück kommt kurz darauf ein Pferdefuhrwerk vorbei, auf dem ein Soldat Mehlsäcke transportiert. Ich mache es mir auf der weichen Ladung bequem, friere aber mächtig, denn es hat inzwischen begonnen zu schneien. Dann erreichen wir ein Dorf, in dem gerade aus einer dampfenden Feldküche Verpflegung ausgegeben wird. Die Lanzer stehen in Reihe davor. Da jault es wieder fürchterlich heran und rundum schlagen Brandgranaten der Stalinorgeln ins Dorf. Mein Kutscher lässt sich einfach nach hinten umfallen und liegt damit auf mir, weil ich mich zwischen die Mehlsäcke gequetscht habe. So bin ich zumindest rundum gegen Splitter geschützt. Die erschreckten Pferde rennen los, als ob ihnen der Teufel im Nacken säße. Damit entkommen wir den Flammölgranaten der Stalinorgeln ohne einen Kratzer, aber der Lanzer hat große Mühe, die dahinrasenden Pferde wieder unter Kontrolle zu bringen.
Ein Glück, dass die Russen nicht mit Sprenggranaten geschossen haben. Wenig später biegt auch mein Pferdefuhrwerk von meinem Weg ab und ich laufe frierend und fluchend alleine weiter durch die Dunkelheit und Kälte. Dann aber überholt mich ein LKW, dessen Beifahrer ein recht arroganter Offizier ist, mir gnädig erlaubt, auf dem Trittbrett mitzufahren. Ich halte mich am Gestänge des Rückspiegels und am Türgriff fest und bin im Schneetreiben fast erfroren, als wir in stockdunkler Nacht in Weißokonitschi ankommen. Da es sich um ein langgestrecktes Straßendorf handelt, brauche ich im dichten Schneegestöber eine halbe Stunde, bis ich endlich den Abteilungsgefechtsstand gefunden habe. Hungrig, völlig erschöpft und halb erfroren, melde ich mich beim Kommandeur Major Lotz, der mir knüppelhart befiehlt, sofort den Rückweg zur Kampftruppe anzutreten, um Oberleutnant Gersteuer einen Befehl zu überbringen. Ich bin sauer und erbost über diesen Befehl, bitte aber nur, wenigstens vorher etwas zu essen und bei der Poststelle die Post für meinen Flakkampftrupp heraussuchen zu dürfen. Das wird mir genehmigt. In diesem Augenblick taucht Oberleutnant Kaufmann, unser bisheriger Batterieoffizier, auf, der zum Stab versetzt worden ist. Er hört sich meine Geschichte über den Heerweg an und erreicht, dass ich über Nacht beim Stab bleiben darf. Nun kann ich in Ruhe die Post für die Kameraden heraussuchen und endlich auch mal wieder ungestört schlafen. 20.11. Ich fahre mit dem Kommandeur zu unserer Flakkampftruppe zurück. Während der Fahrt stellt sich heraus, dass der Bruder des Kommandeurs einer meiner Kameraden aus dem 9. Offiziersergänzungsjahrgang ist. Er ist zurzeit im Einsatz bei einer Flak-Einheit des Regimentes Hermann Göring. Nach dieser Feststellung ist der Kommandeur wesentlich zugänglicher. Von Oberleutnant Gersteuer erfahren wir, dass der KW-2 aus der von mir erkundeten Stellung inzwischen ohne eigene Verluste geknackt worden ist. Der Kommandeur verleiht unserem Chef das EK-1. Dann verschwindet er mit seinen Begleitern rasch wieder aus der eisenhaltigen Luft im Brückenkopf. Der Chef hört sich fast belustigt meine Erlebnisse auf dem Weg zum 15 Kilometer entfernten Bataillonsgefechtsstand an und erteilt mir dann den Auftrag, eine Gefechtsmeldung und einen Erlebnisbericht für eine Zeitung zu schreiben. Da habe ich wenigstens ein bisschen Ruhe. 21.11. Ich schreibe den Bericht fertig. Im Laufe des Tages ziehen wir in unseren neuen Bunker unter einem zusammengestürzten Haus am ostwärtigen Ortsausgang von Kremecki. Dort steht auch unser 8-8 als Bretterverhau gut getarnt. Wir machen es uns so gemütlich wie möglich. Ein selbstgebastelter Kanonenofen spendet wohlige Wärme. Das macht aber auch die Läuse in unseren Hemden aktiv und wir gehen auf Läusejagd. Jeder zählt seine täglichen Abschüsse. Unser Chef lacht und behauptet, er werde von den Läusen gemieden. Als wir ihn aber dann doch überreden konnten, sein Hemd einmal zu inspizieren, entpuppte es sich als Läusemutterschiff. In den Hemdfalten wimmelte es nur so von Läusekolonien. Wir bewunderten den Chef ob so seiner dicken Haut, an der sich die Läuse offenbar nicht vergreifen. Von nun an suchte aber auch der Chef täglich mit, wenn wir unsere abendlichen Einsätze als Kampftrupps gegen die Läuseplage durchführten. 22.11. Der Russe schießt Störfeuer mit Granatwerfern und Artillerie. Sonst ist es ruhig. Vor unserer Stellung liegt seit den letzten Kämpfen eine tote Russin, die zu einem vor uns eingesetzten russischen Frauenbataillon gehört haben muss. Die Infanteristen, die sich bei uns ab und zu einmal waschen und rasieren, erzählen, dass gerade dieses Bataillon unerhört tapfer und hartnäckig gekämpft habe. Die junge Soldatin ist steif gefroren und bei dem tief vereisten, steinharten Boden nicht zu beerdigen. Wir machen mal einen großen Bogen um sie. Es ist halt doch ein merkwürdiges Gefühl zu wissen, dass hier auch Frauen als Kämpferinnen in vorderster Linie eingesetzt werden. Wir erledigen Post, bauen unseren Bunker weiter aus, fangen Läuse und entwickeln raffinierte Methoden, die Biester zu erledigen. Die einen kochen die Wäsche in einem alten Marmeladeeimer und wollen so die Läuse und ihre Brut töten. Andere knacken sie einzeln und benennen ihre Beute je nach Größe als T-34, KW-1 oder KW-2 und führen Strichliste. Ich versuche es mit einer selbsterdachten Kältemethode. Dazu buddel ich meine Unterhemden und die Unterhosen im Schnee ein und lasse nur ein Zipfelchen herausstehen. Dorthin verzieht sich dann das Läusepack.
Der Einfachheit halber schneide ich den Zipfel dann ab. Aber das geht nur kurze Zeit gut, da dann die Unterwäsche wie von Kugeln durch Löchern aussieht und nicht mehr wärmt. Die Läuse aber sind von unseren taktischen Raffinessen unbeeindruckt und ärgern uns weiter. 26.11. Ich schreibe einen 6 Seiten langen Brief an meine Eltern. Tagsüber schieben wir eine ruhige Kugel. Der Chef fordert Ablösung für die Bedienung an. Ich soll als Geschützführer vorne bleiben und fasse das als besondere Auszeichnung auf. An der Front ist es erstaunlich ruhig. Man glaubt, sich nach den vorhergegangenen Großkampftagen in eine andere Welt versetzt. Hoffentlich braut sich da vorne nichts Böses zusammen. 24.11. Der Tag verläuft ruhig, vom Störfeuer der Russen abgesehen. Wir hocken im Bunker, als er 2 dicke Koffer in die Nähe unserer Stellung setzt. Der Luftdruck bläst unser Bunkerlicht 2-mal aus. Wir sind nicht schlecht erschrocken. 25.11. Heute ist Geschützbedienung Anton eingetroffen und die Männer von Dora fahren zurück zur Batterie. Nach der Einweisung hocken wir wegen der überfallartigen Störfeuerangriffe im Bunker, lesen, schreiben oder knacken Läuse. 26.11. Ich weise einen Melder im Brückenkopf ein. Als ich zurückkomme, ist der Abteilungskommandeur Major I.G. Lotz da. Er lässt sich vom Chef des Einsatzplans die Stellung erläutern. 27.11. Die Front ist ruhig, wir machen Feuerholz, lesen, schreiben, diskutieren und verbringen einen ruhigen Tag. An die Feuerüberfälle haben wir uns gewöhnt. Gegen Abend verließ der Chef des nachfolgenden Tages den Befehl des Kommandeurs Major Müller. 28.11. Auch heute herrscht relative Ruhe. Wir halten jetzt öfters Post. Die ist uns lieber als die Koffer, die der Russe aus der Gegend von Serpucho herüberschickt. Anscheinend hat sich der Russe auf unseren Bunker eingeschossen. Die Einschläge liegen beängstigend nahe. Wir fassen den Entschluss, die Bunkerdecke zu verstärken. 30.11. Heute ist der erste Advent. Gleich nach dem Frühstück decken wir den Bunker mit einer weiteren Schicht Erde und Steinen ab. Das erweist sich bei dem gefrorenen Boden als sehr zeitraubend und außerdem können nur die kurzen Feuerpausen der russischen Artillerie und Granatwerfer genutzt werden. Wir sind erst gegen Mittag fertig. Etwa um 14.30 Uhr schlägt plötzlich krachend die Salve eines Granatwerfers unmittelbar um unseren Bunker herum ein. Unser Posten am Geschütz, Obergefreiter Franz Seichter, wird durch Splitter in den Bauch schwer verwundet. Ein Infanteriefeldwebel, der sich zufällig bei uns aufhält, wird durch Splitter getötet. Der Chef persönlich fährt Franz Seichter mit unserem Zugfahrzeug zum nächsten Hauptverbandsplatz. Nicht auszudenken, was hätte geschehen können, wenn die Granatwerfersalven während unserer Arbeit am Bunker eingeschlagen wären. Ein schwarzer Tag für uns, dieser erste Advent. Wir haben einen Adventskranz in unserem Bunker, an dem abends die erste Kerze angezündet wird. Aber unsere Stimmung ist gedrückt. Wir denken an den verletzten und getöteten Kameraden und jeder hängt seinen eigenen Gedanken nach. 1.12.1941. Ein Ersatzmann für den verwundeten Kameraden trifft ein. Wir halten den Sold ausbezahlt, aber was sollen wir hier vorne damit? Der Russe ist heute sehr unruhig, er ballert nervös in den Brückenkopf hinein und lässt uns den ganzen Tag nicht in Ruhe. Der Chef meint, wir sollten hier halten, bis Guderian Tula genommen hat, und dann über Serpucho den Kessel südlich Moskau schließen. Wo aber bleibt Guderian? 2.12. Es ist wieder ruhig geworden, aber wir sind trotzdem vorsichtig, denn die Granatwerfer hört man nur durch ein dumpfes Pflop beim Abschuss. Man weiß aber nie, wohin der Segen geht, bis es plötzlich kracht. Artilleriegeschosse kommen dagegen mit einem heulenden Ton, der bei einiger Erfahrung verrät, wohin ungefähr die Granaten gehen. Wir hocken daher den ganzen Tag im Bunker und nur der Posten beobachtet aus seiner Deckung unmittelbar neben der 8-8. Abends wird Oberleutnant Gersteuer durch Oberleutnant Weinrich abgelöst. Leutnant Weinrich kommt aus Kassel. Er war dort Schulkamerad von Ilse Werner, die wir alle als Filmschauspielerin kennen und für die vor allem wir Jüngeren schwärmen. Er zeigt uns sogar Bilder von ihr mit ihrer Widmung. Der Vater des Leutnants soll ein hohes Tier in der Partei sein. Der Leutnant hat ein batteriebetriebenes Radio mitgebracht und abends
hören wir zum ersten Mal den Soldatensender Belgrad und das Lied Lili Marleen. Das geht uns doch ein bisschen unter die Haut und an die Nieren. 3.12. Nun gehen wir nur noch durch die Tür, wenn wir Wache haben oder zur Latrine müssen, die wir behelfsmäßig in einem windgeschützten Winkel des zerschossenen Hauses eingerichtet haben. Oftmals ist der Weg zur Latrine und der Aufenthalt an diesem deckungslosen Platz eine Art Wettlauf zwischen Dünnschiss, Kälte und Artilleriefeuer. Wir sind alle begierig, die so lange entbehrten Musiksendungen und die spärlichen Nachrichten von Front und Heimat zu hören. Heimat der Sterne, Gute Nacht Mutter, Gute Nacht von Wilhelm Strienz, auf unnachahmliche Art gesungen, stimmen uns nachdenklich und machen das verhärtete Gemüt weich. Und jeden Tag fragen wir uns wieder, wo bleibt Guderian? 4.12. Über Nacht ist es unheimlich kalt geworden. Das Thermometer soll -27 bis -30 Grad angezeigt haben. Man scheut fast den Weg zur Latrine. Nun ist die Kälte ein Grund mehr, im Bunker zu bleiben und bis um 24 Uhr Radio zu hören. Ich schreibe einen Brief an die Eltern. 5.12. Unsere Zugmaschine ist eingefroren. Sie ist gegen die große Kälte nur unzureichend geschützt. Nur mühselig kriegen wir sie wieder in Gang. Wir sollen am 8.12. durch die Bedienung Cäsar abgelöst werden. Das tägliche Artilleriefeuer wäre dann erst einmal überstanden. In unserem Frontabschnitt ist es auch heute wieder schon fast verdächtig ruhig. Wir warten auf Post aus der Heimat. 6.12. Auch heute herrscht Ruhe an der Front. Wir diskutieren, ob Guderian den Kessel noch schließen kann. 7.12. Heute beginnt für mich die 5. Woche hier vorne beim Flak-Kampftrupp. Gegen Nachmittag bringen Kameraden Post nach vorne. Sie bringen auch die Nachricht für mich mit, dass sie am 5.12., also in gut einer Woche, zum nächsten Fähnrichslehrgang nach Rerik muss. Vielleicht gelingt es mir auf dem Weg nach Rerik ein paar Tage Urlaub herauszuschinden. Für meine Eltern wäre das eine tolle Überraschung, wenn ich an Weihnachten oder Neujahr zu Hause sein könnte. Es wäre sicher für sie das schönste Weihnachtsgeschenk. Dann bin ich mit meinen Gedanken wieder mit meinen Kameraden hier vorn. Unser Angriff liegt fest und Schnee und Kälte behindern nach dem Schlamm jede Bewegung mit Fahrzeugen. Hoffentlich geht das alles noch gut. Hier enden die Aufzeichnungen des Fahnenjunkers Volz. Sein Schicksal ist nicht bekannt.